Hallo, liebes YouTube. Ich weiß, ich war lange Zeit nicht mit Carrier Deck online, habe halt ein paar andere Sachen gestreamt, war auch beruflich etwas eingespannt, weshalb Carrier Deck immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Heute spielen wir wieder ein bisschen Carrier Deck. Ich werde auf jeden Fall das nächste Paket, das ist dann auch wieder Tutorial, wieder mal in Angriff nehmen. Seht, den ersten habe ich schon gespielt. Ich spiele den nochmal für euch, damit ihr auch so seht, was ich da gemacht habe. Hoffe ich zumindest. Und Operation Arrow Shield, Mission, Patrol Coastal Waters, Intel, Expect Fast Moving Enemy Surface Vessels, Log, E2C, Hawkeye in the Air, Searching for Enemy Surface Streets. Finde ich gut. Also die spiele ich jetzt nochmal die Mission und versuche das Fünferpaket dann auch abzuschließen innerhalb des Streams. Ja, unser erster Einsatz. Die sagen also als erstes immer für Luftoberfläche, was in dem Fall die Wasseroberfläche ist, und Submarine, also U-Boote, alles was unter Wasser ist, sollen wir Aufklärungsflugzeuge haben. Das Flugdeck soll immer sauber sein, also sprich, darf kein Flugzeug rumstehen, es darf nichts explodiert sein, pipapo. So viele aufgetankte Flugzeuge wie möglich am Deck haben. Ich gehe meistens hin und habe sogar einige Flugzeuge für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel für Luftabfangen und sowas drin. Maintain your aircraft, also Flugzeuge, wenn sie kaputt sind, sofort runter in den Hangar und reparieren. So, dann machen wir hier direkt mal weiter. Für einen Start müssen wir folgende Sachen beachten, nämlich zwei. Als erstes die Mission, die wir machen, die muss hier in diesem Feld sein. Das ist die nächste Mission, die ich starten kann. So, dann müssen dass der Flugzeugtyp stimmt, also ob es eine F-18, F-18 Super Hornet, also die F-18S, ob es ein Hawkeye ist oder ein Hubschrauber, das muss stimmen. Und die Bewaffnung muss stimmen. Also ich kann natürlich keine Hornet hochschicken, die zum Beispiel für die Bekämpfung von Seezielen eingerichtet ist, die würde im Normalfall auch nicht, die würde nicht in den Flugkampf eingreifen, weil für den Flugkampf hast du, für Flugabwehr hast du normalerweise Sidewinder, also infrarot gestützte Raketen dabei oder AMRAAMs, die Radarunterstützung haben. Sowas halt. Ne? Ist ein Flugzeug dafür nicht ausgerüstet? Kann es nicht starten? Sagt er, nee, ist nicht, weil geht nicht. Weil das unser erster Einsatz ist, unser erster richtiger Einsatz in Anführungszeichen, ist schon eine EC2 Hawkeye, also so wie ihr es hier oben seht, neben dem Tower, so ein Flugzeug, ist jetzt schon in der, ihr seht es hier gerade aufploppen, es sucht gerade schon nach Oberflächenzielen. Ne? Und sie sagen halt, in den nächsten Einsätzen muss ich es halt selber machen. Ne? Und gute Jagd wünschen sie mir. So, wir klicken einmal auf den Tower, gucken, was hier unten ist, fahren schon mal zwei Aufzüge, drei Aufzüge runter. Jetzt packe ich hier die Flugzeuge schon mal hin. Hier die Hubschrauber. So, die sind fertig. So, den betanke ich, er macht den mal für den Lufteinsatz fertig. So, die beiden fahre ich hier hin. Die gehen hier hin. Hier habe ich schon zwei Hubschrauber, die kann ich auch schon mal betanken. Die werden betankt. So, die betanke ich. Jetzt kriegt die Tankcrew richtig was zu tun. So, den stelle ich hier hin. Denke ich. So, jetzt habe ich hier ein Schiff, das klicke ich wieder an.
sage, ich will dafür eine F18 haben. Den Kollegen und den Kollegen stelle ich schon mal hier hin, damit die auch schon mal vom Aufzug runter sind. Ja, mit dem weiß ich noch nicht, was ich mache. So, den stelle ich aufs Katapult. Der kriegt eine Antiluft. Der kriegt Antiluft. Den mache ich mal Antiluft und den nur für Antiwasser. Die Submarines. Und den lasse ich betanken. Und hau ab. So, das ist schon direkt das nächste Schiff. So, wenn man hier ausgerüstet ist, kriegt das eine Aufklärungsmission. Das ist der nächste, den ich hier schon mal aufs Pult stelle. So, der kann starten. Stelle ich hier hin. Nein, der ist nicht. Und tschüss. Bitte. Auch bitte. Ja, das ist mein Crossbow. Die alle. So, schnell vom Runway runter. So, hier brauche ich dann. So, kommt gleich das nächste Flugzeug. Und das. Der kann landen. Als Bumsi macht. Den halte ich mal für eine Search and Rescue. Zurück, weil kann immer mal was passieren. Ich nicht wahr. Muss er jetzt Deutsch haben? Ja, perfekt. Ich habe gute Piloten. Und tschüss. Trotzdem mal auf eine Mission schicken. Also für eine Mission vorbereiten. Später wird es schwieriger. Es wird echt schwieriger, das Spiel. Weil du bist immer am Gucken, manchmal brauchst du auch mehrere Flugzeuge und dann wird es richtig heftig mit den Landungen. Muss echt gut timen. Jupp, darf landen. Hast du fein gemacht. So, aber hier oben hin. So, ihr habt sicherlich gemerkt, ich habe zwar die beiden hier oben benutzt, den benutzt, aber hier den nicht. Hier ist das Problem, hier muss ich immer erst den Hubschrauber, der hier steht. Moment, den lass ich mal landen. Ich zeig euch das mal. Ich zeige euch das mal, sobald ich kann. So. Ich muss die ganzen Hubschrauber dann nämlich erstmal wegtun, um das Katapult hier nutzen zu können. Und dann ist auch das Problem, dann darf hier erstmal keiner starten. In diesem Bereich hier. Na, hier ist das Ding gesperrt. Hier ist nämlich auch der Hubschrauber sehr wahrscheinlich im Weg. Also muss ich alle Hubschrauber komplett wegtun und das ist ja bereitschaftlich nicht zuträglich. Aber nichtsdestotrotz, die Mission ist abgeschlossen. Wir haben den Luftraum überwacht, wir haben die Oberfläche überwacht, wir haben eine U-Boot-Überwachung mit dem Hubschrauber gemacht. Wir haben Flugzeuge hochgeschickt, um feindliche Schiffe zu zerstören. Und hier steht es ja auf Victory, all missions completed. Complete level. Mach mal den auch. 5 Sterne. Weil einfach.
Gut, ihr seht Mission 2. Auch hier Flugzeuge betanken, die Hubschrauber betanken, die Hawkeye betanken. Oh, und jetzt kommt was Besonderes. Ihr seht hier Transporthubschrauber. Transportflugzeug, könnte auch Transporthubschrauber sein. Das wird dann echt ganz interessant, weil für Transportflugzeuge sind mehrere Schritte notwendig. Das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Ja, der will landen, der kann landen. So, er landet jetzt. Jetzt muss ich den entweder auf dem, wo jetzt die Hawkeye steht, den Platz zuweisen, oder hier. Da kann er entladen werden. Und ihr seht auch, es wird automatisch eine Abflugsmission gemacht. Das Ding wird jetzt abgeholt und betankt. Ganz ehrlich, stört mich die. Den stelle ich hier vorne hin. So, jetzt seht ihr hier, das ist ein Transportfahrzeug, das muss ich erstmal runterfahren lassen. So, du landest bitte mal kurz. Perfekt. Da war jetzt das Problem. Aber jetzt das Problem echt. Da war ein Flugzeug im Weg. So, der Transporter hat abgeladen, er kann jetzt wieder nach oben. So, jetzt habe ich hier alles total verpeilt. Ist statisch in Level 9. Sorry, Vorführeffekt. Ja, das geht auch perfekt. Das Problem ist wirklich, diese. Diese Transportflugzeuge, die kriegen Priorität, die kriegen eine automatische Mission, die du nicht abbrechen kannst, und das ist manchmal so ätzend. Die Flugzeuge oben sind. Den sagen wir jetzt starten. Transportmaschinen können wir es ja noch ein bisschen hinauszögern. So, die auf die Parkplätze. Hey, der Pilot ist echt verrückt. Hey, er hat's geschafft. Ah, die sind jetzt überspringbar, finde ich gut. Die beiden Hubschrauber, die stören mich jetzt gerade allerdings ein bisschen. So, dann lassen wir den erstmal landen. Na gut. Muss jetzt schon langsam landen. Also sieht mit dem mit den Flugzeugen wird es halt echt etwas heftig.
Der startet durch. Die starten heute alle durch. So, also die beiden Hubschrauber gehen jetzt gerade um Keks. Jagdmaschine hoch. So, die können wir erst landen lassen, wenn der runter ist. So, du machst schnell da hinten noch einen Platz. Jetzt mal hier, du runter, du nach oben. Oh, alle werden besiegt. Finde ich gut. Du kannst schon mal runter. Ja, dann machen wir hier nochmal die letzten Moves. Du verpisst dich erstmal. Damit sind alle Flugzeuge wieder unten. Alle wieder da. Und, oh, guck mal, den können wir noch entladen. Also, den rausschicken. Den hier hin. Richtung Q. So, der ist fertig. Gut, geht's weiter. Nächste Mission. SA-60 Seahawk inbound. Ja, da bin ich mal gespannt. Okay, jetzt müssen wir nach U-Booten suchen. Unsere ganzen Flugzeuge. So. Ihr seht, die Hawkeye, die kann höchstens Luft oder Wasser. Ich werde den jetzt erstmal für Luft ausrüsten. So, dann gleichzeitig hier noch schnell ein paar Flugzeuge nach oben bringen. Und als erstes mache ich hier eine Mission für U-Boot-Suche. Dann eine für die Hawkeye, für Luftaufklärung. So, die beiden stelle ich schon mal hier hin. Die beiden hier unten. Hawk kann starten. Der
Seahawk kann starten. Die befüllen, die befüllen. Die bekommen Luft. Die beiden. Ach, genau, Wasser. So. Runter. Zack. Zack. Falcon 610, request landing. So, jetzt haben wir hier eine U-Boot-Mission. Das heißt, den bereitgestellten Helikopter schicken wir jetzt raus. So, dann bedanke ich die Hubschrauber schon mal. Unter Umständen kann es sein, dass wir die brauchen. So, Flugzeuge kommen jetzt nicht. Der ist betankt. Und kriegt von mir die Startfreigabe. Hostile aircraft detected. Sparrow 188, mission ready. Good to go. Link 728, ready for landing. Mal direkt betanken. Und mal das Ding schon unten. So, das Tanken dürfen wir einfach nicht vergessen. So, der kann hier landen. Müssen wir den mal hier rüber stellen. Den holen wir mal hoch. Ist fertig, der kann starten. Badger 229er, mission confirmed. Badger 229er, mission confirmed. Good to go. Good to go. Cobra 746 in queue for landing. Ah, ihr seht, sie sind jetzt alle etwas überlastet. Ich konnte auch schon noch rechtzeitig. Puh, das war knapp. Ah, bewegt sich schon. So, die brechen wir mal ab. Die brauchen wir. Komm, gib Gas. Badger 229er, request
Also ihr seht, also es ist sehr kompliziert. Ihr müsst eigentlich auf alles achten. Puh, das war knapp. Ja. Ach, dann mach du noch mal deinen Überflug. Da holen wir mal die Flugzeuge runter. Oh, ihr seht, der Hubschrauber ist schon beschädigt. Er raucht nämlich. Oh, der hat auch einen abbekommen. Aber bevor ich die jetzt move. Ja, ihr seht, die beiden Hubschrauber, die haben einen abbekommen. Deshalb gehen die jetzt runter aufs Zwischendeck. Auch wenn der Level jetzt schon beendet ist. Zeige ich euch das noch schnell. Wir werden jetzt runtergefahren. So, dann hier. So, dann gehe ich jetzt hier aufs Zwischendeck, klicke den Hubschrauber an. Ich ziehe den mal ein bisschen rüber. Und dann hier unten die Plätze, seht ihr ja, die haben so einen roten Schraubenschlüssel. Da werden die Flugzeuge tatsächlich repariert. Kriegen ja auch einen braunen Kreis. So, der kann nochmal in die Luft. Damit tanke ich das jetzt erstmal mal. Fertig und ab die Post. Also, falls ihr euch fragt, es geht nicht so eng auf dem Flugdeck zu. Normalerweise ist das ein riesen Hin und Her mit den Flugzeugen. Selten, dass die sowieso startbereit auf dem Katapult stehen. So, complete. Chief Petty Officer. Yes, sir. So, die vierte Mission. Sweep area from remaining surface threats. Also Schiffe. Fast Attack Craft, also Luftflugzeuge und Submarines in the region. Und wir kriegen Cargo mit den Seahawks rein. Gut. Prozedere wie immer. So, alles betanken, was nicht bei drei auf dem Baum ist. So, den hier hin. Du dahin. Du dahin. Du daneben. Und du hier hin. So, du kannst so hoch. So. Und so. Na, dann kann ich schon mal hier eine Suchmission. Hab den hier auf Bereitschaft. Und ihr beiden hier rüber. Euch hätte ich gerne hier. Und ihr beiden Lümmel, ihr fahrt mal darüber. Du hier hin. Zack, zack. Tanken und Luft. Tanken und See. Du hier hin, bitte. Tanken und Luft. Da kommt das erste Cargo Plane rein. Du und See. Kann ich hier. Er hat natürlich jetzt Vorrang, weil er auch auf eine Mission muss. So, die erste Transportmaschine ist da. Ja, du kannst schon mal dahin.
Ich stehe schon mal das Katapult, weil mit dir hätte ich gerne die Suchmission. Ah, da ist ein Hubschrauber. Du darfst da landen. Dann kann der jetzt auch mal abheben. Die Tankmann ist beladen. Du machst schon mal die Biegefliege. Ja, dann haben wir den auch schon mal weg. Der muss hier hin. Warships, endlich mal. Ja, da kommt eine Transportmaschine rein. Dann schauen wir den nächsten Q fertig. So, du bist da hin. Du landest da. So, nichts raucht. Betanken und das. Also, ihr seht, also wird immer heftiger. Warship detected. So, der ist fertig, der kann starten. Du kannst bitte mal auf Parkposition. Und tschüss. Das ist gut. Maßarbeit. So, auch wenn es jetzt sinnlos scheint, die auf hier auf diese Plattform zu stellen, auf den Aufzug, das hat den Sinn einfach, dass ich mir Platz dafür spare. Die sind voll beladen und betankt. So, hier muss ich eine neue Aufklärungsmission starten. So, der kann. So, der kann starten. Oh, da kommt die nächste Transportmaschine rein. Oh, hier muss ich schon die nächste Mission. So, wichtig ist auch wirklich, diese Fahrzeuge dann hoch und runter zu fahren. Weil ohne die geht das mit diesen Missionen nicht weiter. Und je weiter, je voller das wird, wenn da drei Felder hier voll sind, hier unten, könnt ihr keine Mission mehr starten. So, den lassen wir erstmal landen. Der hat jetzt Priorität. Oh. Den fahren wir direkt mal auf die Bühne. Der ist nämlich defekt. Ihr seht am Rauch, den er hinter sich herzieht. So, alle Gegner wurden besiegt.
Was, wenn wir den jetzt starten, können wir den Level abschließen? Und hier nochmal zu dem Flugzeug. Ihr habt ja jetzt gesehen, es hat geraucht, das ist defekt. Das erhöht die Chance, dass der bei einem Einsatz wieder abstürzt. Oder scheiße, auf dem Deck baut. Deshalb fahren wir den jetzt runter ins Hangardeck. Das ist hier dieser untere Bereich. Achso, falls ihr euch wundert, wie ich das immer so schnell wechsle. Das geht hier, wenn ich über diesen Tower, über diesen Aufbau aufklicke. Der kommt wieder auf die Reparatur. Auf zum das mal aufs Körpers runter. Okay, er kann landen. Und dann mit F18. So, das ist jetzt natürlich nicht sehr effektiv, wenn der F-18 aufklärt, aber hat immer den Vorteil, in der Zwischenzeit, wo die Hawkeye, also das Flugzeug hier mit diesem Teller oben drauf, betankt wird und aufmunitioniert wird, in Anführungszeichen aufmunitioniert, weil die in Wirklichkeit gar nicht bewaffnet ist, habe ich auf jeden Fall eine Aufklärung da oben. Aber eh, alles noch Klatur, weil ich bin ja fertig. Also Complete Level. Weil ich diesen Hubschrauber hier runtergebracht habe. Complete Level. Continue und schon wieder 5 Sterne. Die ersten 10 Missionen sind echt ein Witz. Das ist nämlich alles Tutorial ist. Danach fängt man das Witzen an. Gut, ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, was ich machen soll. Aber betanken tun wir schon mal. Einfach Gefechtsbereitschaft herstellen. Na, das ist sowieso hier meine Abteilung Anti-Schiffes. Luft. Das ist meine. Oh, ich habe keine Hubschrauber mehr. Oh, Warship. Alles kleines. Dann direkt den nächsten Mal hinterher schicken. Wir wollen die gerade auf demselben Platz. Hostile Aircraft, dann ziehen wir den schon mal auf aus Katapult. Wir haben Transporter rein. Einmal danken und aufmunitionieren, bitte. Danken.
Mongoose 517 in queue for landing. Lynx 557, final approach, burn confirmed. Was soll ich das Problem? Der ist immer runter muss. Lynx 557, mission initiated. So, den kann ich auch auf den Startplatz bringen. Du wirst betankt, du gehst runter. Boah, direkt das nächste. Okay, du verpisst dich mal, du machst den hier, du fährst dahin, runter. Einmal im Raum betanken. Du dann hier auch rüber. Oh, jetzt kommt mein Aufklärungsflugzeug wieder. Jetzt bin ich wieder ein. Das Aufklärungsflugzeug machen. Hier auch eine neue Aufklärungsmission starten. Hat irgendjemand gepennt? Das passiert, wenn ihr keine Elevator kriegt. Jetzt haben sie mir den ersten Elevator kaputt gemacht. Jetzt habe ich gepennt. Die geben heute aber auch keine Ruhe. Ghost 419, inbound to landing. Ghost 419, approach, final bearing set. Eagle 315, mission initiated. So, dann können wir den noch rechtzeitig raus. Also, dass mir schon ein Stern fehlt. Es ist nachher einfacher ein bisschen, wenn du Flugzeuge hast mit einer höheren Aufklärungsreichweite. Die Intruder zum Beispiel. Alles repariert. Aircraft detected. Tiger 803, mission prep. Eagle 315, inbound to landing. Good to go. Good to go. Kommst du hier oben hin? Also unheimlich wichtig, immer Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Und ich steck schon wieder los. Muss man drüber starten. Piloten, die kriegen um diesen Monat keine Zertifizierung. Sind echt schlecht heute.
submarine detected. Du bist direkt runter. So. Ah, die Mission noch. Cobra 746 in queue for landing. Dann komm mal rein, du wilder Hengst. Victory! Aber die Jungs mal rein. Entschuldigung, ich bin ein bisschen grün. Okay, eine Mission abgeschlossen. Na, nur 4 Sterne wegen dem einen kleinen Malheur. Okay, ich hab gepennt. Nur eine andere Sache beschäftigt. So, Südostoptik. Weiß ich vielleicht beim nächsten Mal. Ihr seht das hier unten. Es gibt noch weitere Szenarien. Ich bin erstmal raus und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. So. Oder eine andere Jahreszeit. Tageszeit. Und denkt bitte dran. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt und wissen wollt, wenn ich mal wieder was Neues hochlade, dann lasst einfach ein Abo auf meinem Kanal da. Ich würde mich wahnsinnig freuen, weil es auch auf der einen Seite Vorteile für mich hat, dass mich zum Beispiel bei Key-Vermittlungsservices anmelden kann, die es mir erlauben, Keys zu ordern von Spielen, die vielleicht noch nicht erschienen sind oder gerade erscheinen. Und die könnte ich dann vorab für euch spielen. Wenn ihr den ganzen Quatsch live sehen wollt und mal sagen wollt, ich finde dann Star geil oder ich finde die Scheiße, könnt ihr auch gerne machen. Tut das auf twitch.tv/derhighphone. Momentan stimmt mein Streamplan noch nicht ganz. Ich hoffe, dass der sich die Wochen jetzt mal wieder einringt. Da ich Wechselschicht habe mit spät und früh, wo ich dann abends nicht streamen kann,
Freitags immer kompliziert. Sonntags streame ich dann auf jeden Fall ab 20 Uhr momentan mit dem Dontnod Entertainment Abend, wo ich dann Life is Strange und Remember Me spiele. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Haut rein, euer Helfer.